Lage Finkenbachtal. Also, ich möchte heute ganz kurz nochmal drauf eingehen, Verhalten am Wasser und beziehungsweise wie das hier bei uns so ein bisschen abläuft, möchte ich euch nochmal ganz kurz sagen. Also, es ist so, dass wir während der Öffnungszeiten die Anlage öffnen. Die Öffnungszeiten könnt ihr euch von unserer Webseite, das zähle ich jetzt nicht alles auf, das könnt ihr euch später raussuchen. Also, es läuft folgendes wie ab. Ihr könnt auf die Anlage fahren. Hier drüber auf der Seite sind Parkplätze. Also, ich stelle mir oder beziehungsweise ich erwarte, dass ihr normal auf die Anlage in Schrittgeschwindigkeit fahrt, so wie es die StVO vorsieht. Parkt in aller Ruhe in einem ganz normalen Weg euer Auto, so dass das Auto geparkt ist und so dass die Parkplätze schön oder das Auto halbwegs vernünftig auf dem Parkplatz steht und nicht einfach quer irgendwie auf dem Parkplatz stelle, rausrenne wie so ein Irrer und meine, ich muss jetzt ganz schnell an den Parkplatz und an den Angelplatz rennen wie so ein Bekloppter. Nein, das gibt es hier nicht, das möchte ich auch hier nicht sehen und beziehungsweise, wenn ich das sehe, werde ich es auch abstellen. Es geht ganz einfach darum, ihr seid erwachsen, ihr könnt gesittet hier bei uns auf den Parkplatz fahren, ihr könnt gesittet euer Auto parken, dann in ganz normaler Manier aussteigen, eure Angelsache nehmen und könnt euch dann einer von unseren 39 Angelplätzen raussuchen. Diese Angelplätze bei uns am Wasser hier, die sind alle abgesteckt. Es hat jeder Angelplatz bei uns eine Nummer von 1 bis 39. Haben wir die Angelplätze ausgesteckt, wo ihr sozusagen freie Platzwahl habt und euch diese Plätze reservieren oder indem dass ihr euch halt hinstellt, befischen könnt. Das Einzige, was ihr beachten müsst am Wasser unten, das ist erstens A, die ganz normale allgemeine Hausregel. Die steht bei uns auf dem Internet oder da vorne an der Regeltafel nochmal. Und dann zweitens ist es die Angelplätze. Wie gesagt, hat jeder eine Nummer und jeder Angelplatz hat hier eine Markierung, das ist 2 Meter in diese Richtung und 2 Meter in diese Richtung sind die Angelplätze bei uns fest markiert und ausgesteckt. Und es ist ganz einfach so, dass wir möchten, dass die Platzeinteilung, auch wenn wenig oder viel Betrieb ist, müssen und sollen die Plätze hier eingehalten werden. Das hat einfach was mit zu tun, dass es respektvoller Umgang mit allen Kollegen oder mit allen Angelkollegen ist. Es ist halt so, dass mir raus oder beziehungsweise hier auch schon öfters mal Streitigkeiten am Wasser gehabt habe und der eine meint, der ist ein Individuum und hat hier 30 Meter Platz und der andere sitzt dann auf 1 Meter in die Ecke gedrängt und wehrt sich nicht. Deswegen ist es ganz einfach, jeder hat den gleichen Platz, jeder hat 4 Meter Angel, jeder oder beziehungsweise jeder hat 4 Meter Ufer. Was ich dazu noch sagen will, also im Regelfall ist es so, wenn ich mir so wie MX Fishing den Waldemar angucke mit seinem Tackle, wie der hier auftaucht, der könnte zum Teil zum Tritt, könnte die auf dem Angelplatz stehen, würde das wunderbar funktionieren. Wenn ihr natürlich meint, ihr müsst einen halben Angellader und euren kompletten Hausstand mit ans Wasser bringen und schafft es nicht, das auf diese 4 Meter Ufer zu packen, dann müsst ihr halt mal anfangen, euer Angeltackle ein bisschen zu optimieren fürs moderne Forellenseeangeln. Wenn ich sehe, es gibt mittlerweile so ganz hochmoderne Boxen, Kescher und Systeme, wo richtig cool sind und wo auch richtig Spaß machen zum Forellenseeangeln oder zu dem modernen Trout Area Fishing auch Spaß machen. Also wie gesagt, haltet euch an die Plätze. Es ist freie Platzwahl und was auch ist, ihr könnt die Plätze hier in Finkenbach switchen. Also das heißt, ihr könnt von Platznummer so und so auf Platznummer X wechseln. Das Einzige, was zu beachten ist, beziehungsweise was ihr halt ein bisschen berücksichtigen müsst beim Platzwechsel ist, ganz einfach, ihr müsst euer komplettes Angelequipment von dem einen Platz mit zu dem anderen Platz nehmen. Das könnt ihr auch machen, ohne zu fragen. Also sofern der andere Angelplatz frei ist, könnt ihr die Plätze switchen und halt auch tauschen, ohne dass ihr uns fragen müsst. Wie gesagt, das Einzige, was ihr berücksichtigen müsst, bitte benutzt euer komplette Angelausrüstung mit. Und ansonsten, wie gesagt, gilt die Platzeinteilung an dem Platz, wo ihr steht, der gilt und nicht 5 Plätze rechts, 5 Plätze links, bis ihr draufstehen und alle belagern. Nein, das gibt es hier nicht und das möchte ich auch nicht sehen. Und wenn ich sehe, werde ich es euch ganz gegebenenfalls darauf ansprechen und wenn ihr meint, ihr müsst euch nicht dran halten, dann geht es halt weiter. Okay, das ist das eine. Ansonsten, wie gesagt, ihr könnt bei uns viel Spaß haben, ihr könnt einen schönen Tag verbringen, ihr könnt auch drüber bei uns im Bistro, wenn ihr Hunger habt, wenn der kleine Hunger kommt, einen Snack euch holen. Wir haben eine kleine Imbisskarte, wir haben Snacks, wir haben warme Getränke, also von daher fürs leibliche Wohl ist bei uns in Finkenbach auch bestens gesorgt. Und bis die Tage am Wasser, euer Matthias.